Hunderte Menschen, Tausende, die Krawalle machen auf deutschen Straßen. 145 Festgenommene, davon gerade mal 45 Deutsche. Herzlich willkommen zum Jahresrückblick 2023. Tja, wenn Ihnen diese Aufnahmen gerade von 2024 Neujahr bekannt vorgekommen sind, das waren tatsächlich die alten Aufnahmen, die ich 2023 kommentiert habe, Beweis dafür, dass in diesem Jahr wirklich sich alles nur schlecht wiederholt hat und auch schlechter geworden ist durch diese Ampelkoalition. 2022 hatten wir noch 244.132 Asylanträge. Dieses Jahr waren es bis November gerechnet allein schon 325.801, also 80.000 mehr. Wir haben so viele Migranten wie noch nie. Wir haben so viele Ausländer wie noch nie. Die Staatsverschuldung ist so hoch wie noch nie und die Leute fühlen sich so unsicher wie noch nie mit dem Unsicherheitsindex bei 45 Punkten. Und gleichzeitig steigen die steuerlichen Belastungen. Unsere Regierung weiß nicht, wie sie ihren ganzen Lebenswandel hier finanzieren soll. Aber es geht immer nur, auch dieses Jahr, um Ideologie, Klima, Heizung, Migration und der Bürger, der fällt hinten runter. Und für den normalen Bürger bedeutet das, dass er keine Lebensqualität mehr in einer Stadt genießen kann. Der normale Bürger, der täglich in die Arbeit geht, der wird doch in der ganzen politischen Debatte ständig vergessen. Das wird so getan, als gäbe es ihn nicht. Wo war in der Silvesterdebatte um unsere Raketenwissenschaftler der normale Bürger? Wo kam der vor? Habt ihr einen Artikel gelesen, dass die meisten Leute einfach friedlich vielleicht mal eine Rakete in die Luft geschossen haben? Und was weiß ich, mit ihrer Familie ein bisschen Raclette gegessen und gefeiert haben? Von den ganz normalen Bürgern hat bestimmt keiner erstmal Zinnsoldaten gegossen und ist dann rausgegangen und hat irgendwelche Polizisten verprügelt. Der normale Bürger kam in der Silvesterdebatte gar nicht vor. Der normale Bürger kommt in der kompletten politischen Debatte gar nicht mehr vor. Es kommen nur noch die Extremisten vor. Es kommen die Klimakleber vor. Es kommen die illegalen Migranten vor. Es kommen die Kriminellen vor, wobei man da verschleiert, welche Herkunft sie wirklich haben. Es kommen die vor, die gar nicht hier sein dürften, aber die, die jedes Recht haben, hier zu sein, die hier geboren sind, die hier aufgewachsen sind, die hier fleißig sind, die kommen in der politischen Debatte nur noch bei uns vor. Deswegen sind wir nicht nur die Alternative für Deutschland, wir sind tatsächlich auch die Alternative für die Deutschen, die politische Alternative für diejenigen, die dieses Land lieben, die hier aufgewachsen sind und die hier fleißig sein wollen. Werter Herr Präsident, Illa Kirchberg, Ibbenbüren, Brokstedt. Das sind die jüngsten Orte der Messermorde. Und, liebe Kollegen, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen dabei geht, aber ich kann es nicht mit ansehen, wenn fast wöchentlich jemand, der erkennbar hier nichts verloren hat, unsere Frauen und Jugend bestialisch ermordet. Und da brauchen wir keinen Service-Tweet von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, dass ihre Gedanken bei den Opfern seien, sondern wir brauchen die Gedanken der Bundesregierung dabei, wie man das in Zukunft verhindern kann. Und ich sage, dass es erstens abschieben und zweitens das desolate Asylsystem völlig umstellen. Das Jahr begann ja schon einmal mit einer Hammeraussage von unserer Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. We are fighting a war against Russia. We are fighting a war against Russia, haben wir gelernt von dieser Bundesaußenministerin. Wir sind im Krieg gegen Russland. Und ich war selber an diesem Tag in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, war selber in dieser Sitzung dabei und habe mir gedacht, um Gottes Willen, was macht diese Frau jetzt? Nicole Höchst saß mir gegenüber und wir haben uns einfach nur wirklich über diese 30 Meter Entfernung angeguckt und gerätselt, was soll das jetzt? Entsprechend ist das natürlich auch aufgenommen worden. Die Inkompetenz unserer Bundesregierung ist wirklich grenzenlos. Das Bundesaußenministerium ist ja dann zurückgeschwommen und hat gesagt, nee, das ist keine Kriegserklärung. Da hat sich Annalena Baerbock einfach wie mit den 360 Grad mal eben vertan, die ja von Putin auch entsprechend kommentiert worden waren. Inkompetenz wird in unserer Bundesregierung wirklich groß geschrieben. Da gibt es einige Beispiele, aber es gibt sogar einen Rücktritt, den wir gesehen haben. Da ist sie nun weg, Christine Lambrecht, die als Verteidigungsministerin an Unfähigkeit kaum zu überbieten war, ist zurückgetreten.
Naja, Christine Lambrecht, glaube ich, können wir alle verschmerzen. Aber wir haben noch ganz andere Hochkaräter der Inkompetenz in unserer Bundesregierung. Wenn wir uns mal ansehen, wer da zum Beispiel nicht Ministerpräsidentin von Hessen geworden ist. Nancy Faeser muss weg. Diese Bundesinnenministerin ist wirklich der Bundesrepublik Deutschland unwürdig. Sie arbeitet mit Methoden der Stasi und das führt wirklich zu weit. Olaf Scholz ist wirklich der Kanzler der Nichtleistung und dafür der wunderbaren Wortneuschöpfungen. Wumms, Doppelwumms, Zeitenwende und jetzt sind wir angelangt beim Deutschlandpakt. Dieser Deutschlandpakt funktioniert natürlich genauso wenig wie der Deutschlandtakt bei der Deutschen Bahn. Wir haben Robert Habeck, unseren Kinderbuchautor, der mal eine Geschichte darüber geschrieben hat, wie aufregend ein Stromausfall ist. Und ich verstehe ja jeden Autor, Karriereziele. Er hat erst eine Kurzgeschichte geschrieben. Es soll wahrscheinlich mal ein Buch werden. Und weil er selbst die Kreativität nicht dazu besitzt, muss er den Praxistest an Deutschland verüben. Was ist das eigentlich für ein Kanzler, der seine Mitbürger offen als gefallene Engel aus der Hölle bezeichnet? Wie tief kann man eigentlich sinken? Ja, die Koalition beschäftigt das Hohe Haus heute mit ihrer eigenen Inkompetenz. Dieser Gesetzentwurf dient zentral zur Ausbesserung von zahlreichen Fehlern, die in der Gesetzgebung schlichtweg von dieser Koalition gemacht worden sind. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ein solches Schrottwichteln sozialrechtlicher Vorschriften habe ich in meiner Karriere hier noch nicht erlebt. Nun könnte man annehmen, dass das alles wirklich nur Inkompetenz unserer Bundesregierung sei, aber mich beschleicht da ein Gefühl, dass das vielleicht auch ein bisschen geplant sein könnte, was da alles passiert. Schauen wir uns doch einmal an, wie dieser ganze Krieg in der Ukraine miteinander verbunden ist. 2022, ja, ich weiß, das war jetzt letztes Jahr, trat Olaf Scholz auf mit seiner Zeitenwende-Rede und er setzte da ein Thema der sozial-ökologischen Transformation. Eine Transformation, die unsere Wirtschaft abbauen soll, die den Bürger verarmen soll und die sich darin ausdrückt, dass man dem Bürger alles verbietet. Seinen Verbrennermotor, seine Heizung, seine Lebensqualität. Alles wunderbar verknüpft mit diesem Krieg in der Ukraine, den man sehr, sehr gut für seine eigenen Sachen missbraucht. Was früher nur opportun für diese Koalition gewesen wäre, nennt sie jetzt notwendig. Das, was nun kurzfristig notwendig ist, lässt sich mit dem verbinden, was langfristig ohnehin gebraucht wird für den Erfolg der Transformation. Die Herausforderung besteht darin, die Souveränität der Europäischen Union nachhaltig und dauerhaft zu stärken. Werte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, als Kanzler Scholz hier am 27.02. letzten Jahres seine Zeitenwende-Rede hielt, konnte er seine geheime Wonne kaum darüber verbergen, über die riesengroße Tür, die Putin durch seinen brutalen Angriff auf die Ukraine eröffnet hatte. Da war endlich der Feind, durch den man Demokratie und Grundrechte in Europa schmälern kann und eine ökosozialistische Geisteshaltung voranbringen kann. Seitdem hören wir fast nichts anderes von ihm, ob hier in Berlin oder in Prag oder diese Woche in Straßburg. Wir bräuchten ein geeinteres Europa und wir bräuchten eine beschleunigte Klimatransformation. Das sind seine Worte. Auf nationaler Ebene haben wir diese Auswüchse dieser sozial-ökologischen Transformation sehr deutlich gesehen im Gebäudeenergiegesetz, in dieser Wärmepumpengeschichte, in der Tatsache, dass sie uns ja sogar die Holzheizungen ursprünglich verbieten wollten in diesem Jahr. Aber Olaf Scholz spricht es an. Es geht hier nicht ohne die europäische Ebene oder umgekehrt ausgedrückt. Die europäische Ebene mit ihrem undemokratischen Konstrukt der Europäischen Union soll so verwandelt werden, dass sie zum Träger dieser ganzen sozial-ökologischen Maßnahmen werden kann. So verwundert es nicht, dass auch die europäische Ebene zeitgleich mit Robert Habeck an einer Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie gearbeitet hat. Wir erinnern uns, das war die Taxierung aller Gebäude in Energiestufen A bis F und die Deutschen hätten dann für einen Großteil ihrer Häuser ihre Nutzungsgenehmigung verloren. Völlig gegen jegliches Grundgesetz, aber wen interessieren schon Grundrechte, wenn es um Ideologie geht? Europa darf kein Superstaat werden. Und gleichwohl diejenigen, die heute den Europatag groß feiern, sie wollen genau diesen Superstaat. Sie wollen nicht
eine europäische Gemeinschaft dessen, was die Bürger wollen, sondern sie wollen eine Europäische Union dessen, was der Bürger nicht will. Wirklich aufgeschrien hat diese Ideologie ganz am Anfang auch des Jahres bei der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung anlässlich des 60-jährigen Bestehens des deutsch-französischen Partnerschaftsvertrags. Vorgelegt wurde eine Erklärung, die natürlich mal wieder aussagte, Deutschland und Frankreich sollen sich Brüssel unterwerfen, und das habe ich in der Assemblée Nationale in Paris mit einer Rede kommentiert, eine Rede, die dort in Paris von den Grünen und den Liberalen förmlich ausgebuht wurde. Viel Wahrheit, die ausgebuht wird von unserer Regierung. Dafür entschuldigen, dass wir Ihnen die Peinlichkeit der Rede eines deutschen Rechtsextremisten an dieser Stelle zumuten mussten. Meine Damen und Herren, Sie haben ja die Frage des deutsch-französischen Verhältnisses verknüpft mit der Frage nach der Zukunft Europas in der gemeinsamen Erklärung. Und wenn wir uns diese Frage stellen, dann sollten wir uns durchaus ansehen, was das Gedankenmodell dieser Begründer der deutsch-französischen Freundschaft nach all diesen Gräueltaten war. Robert Schuman hatte viel dazu geschrieben, und er hat vor allem immer gewarnt vor einem europäischen Superstaat. Er stellte an seine Stelle den sogenannten Esprit européen, den europäischen Geist, über den er meinte, das sei ein Geist der Freiheit um den Bürger herum und für den Bürger, der ohne jeglichen Zwang sich entfalten kann. Eine Liebe zum eigenen Land, aus der aber auch eine Liebe im Sinne eines positiven Patriotismus für das andere Land entstehen kann, in gegenseitigem Austausch und Freundschaft. Und so ist es nicht verwunderlich, dass der Freundschaftsvertrag von vor 60 Jahren vor allem Regelungen zum Austausch enthielt. Da war wenig Text, aber viel Geist, frei nach dem Korintherbrief. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Ganz im Gegensatz zur gemeinsamen Erklärung, die uns heute hier vorliegt, meine Damen und Herren. Da ist sehr viel Text, über 20 Seiten, aber kein Geist. Denn Ihnen geht es da gar nicht mehr um das deutsch-französische Verhältnis. Es geht Ihnen gar nicht mehr um den Bürger, es geht auch nicht um Freiheit. Es geht um genau diese Modelle, vor denen uns Robert Schuman gewarnt hatte, genau diesen Superstaat EU, für den ja insbesondere auch Emmanuel Macron steht, für diese Bevormundung der Bürger, Bevormundung anderer Staaten, genau das, was eben Zwietracht sät und nicht Frieden schafft. Laufen Sie Ersatzideologien hinterher, etwa den Klimawandel, wo Sie doch eigentlich wissen, dass aus kolonialer Erfahrung, dass Europa wohl kaum die Welt retten wird. Der Ersatzreligion der Massenmigration, meine Damen und Herren, obwohl Sie doch immer wieder erleben, dass gewisse Gruppen den europäischen Geist leider lautstark mit Füßen treten, sei es bei der WM, sei es in der Silvesternacht. Da gibt es dieses Element der Gleichstellung, und Sie fordern freien Zugang zur Abtreibung, meine Damen und Herren, wo schon jetzt jedes Jahr eine Großstadt an Babys das Leben nicht leben darf. In Deutschland. In der Tat, meine Damen und Herren. Und dann fordern Sie auch noch, Frau Präsidentin, ein geeintes, souveränes Europa, und dass die beiden Parlamente sich einreihen sollen in die Schlussfolgerungen der Zukunftskonferenz auf europäischer Ebene. Genau jener Konferenz, wo die Europäische Kommission Leute ausgewählt hatte, um etwas zu vertreten, sie gebrieft hatte, um etwas zu vertreten. 800 Einzelmeinungen kamen dabei heraus, meine Damen und Herren. Ich glaube, dass die insgesamt 150 Millionen Deutschen und Franzosen durch demokratische Entscheidung durchaus ein größeres Gewicht haben als 800 Einzelmeinungen, und unsere Parlamente sollten sich diesen nicht unterordnen. Diesen Ideologien rennen die europäischen Institutionen hinterher. Das hat dieses Jahr auch wieder sehr deutlich gezeigt. Gender, Klima, Migration als eben zentrale Ideen, die gegen die ursprünglichen Ideen Europas stehen. Wenn man dann aber über Grundrechte spricht, dann muss man sich schon die Frage stellen, wo waren denn die Institutionen, die über die Grundrechte wachen sollen, als es darum ging, dass die Leute zum Beispiel aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden 2022, als sie zur Zwangsimpfung gezwungen wurden. Und vergessen Sie nicht, noch Anfang dieses Jahres galten die Covid-Vorschriften. Wo waren da die ganzen Institutionen wie der Europarat? Wo war denn die Parlamentarische Versammlung, wo war denn der Europarat, als es zum Beispiel um die Gelbwesten ging, die von Macron zusammengeprügelt worden sind auf der Straße? Wo war der Europarat, als Merkel offen gefordert hat, eine Wahl müsse rückgängig gemacht werden? Hat sie gemacht, wurde hier nicht thematisiert. Wo war der Europarat, als Menschen das gesellschaftliche Leben entzogen wurde, weil sie sich nicht haben impfen lassen?
Da war dieses Gremium zu leise. Da hat es geschwiegen und da hat es Vertrauen und Ansehen verloren. Die One Health Global Health Politik zielt darauf, die Freiheit, die Grundrechte und die nationale Souveränität zu zerstören. Und lassen Sie mich jetzt wirklich mal mit dem Narrativ aufhören, was ständig durch die Gesellschaft und auch durch diesen Raum und durch den Bericht wabert. Da behaupten Sie, es gäbe einen Klimawandel, der würde dazu führen, dass immer mehr Tier-Mensch-Interaktion erfolgen würde. So sei das auch bei Covid-19 gewesen. Und deswegen brauche man eine multilaterale Anstrengung. Man müsse mehr Macht der Weltgesundheitsorganisation, der WTO, geben, damit dann der Generaldirektor der WHO entscheiden kann, wenn eine Pandemie eintritt. Nur, der ist halt nicht demokratisch verantwortlich. Und dafür wollen Sie eine Konvention erstellen lassen, die natürlich nicht von den Bürgern in irgendeiner Weise erstellt wird, sondern von der Zivilgesellschaft und von den NGOs. Und was die fordern, das sind gänzlich andere Menschenrechte als die, denen wir uns verschrieben haben. Nicht mehr die Bürger sollen in diesem europäischen Konstrukt die entscheidenden Möglichkeiten haben, zu entscheiden und die Richtung vorzugeben, sondern die sogenannte Zivilgesellschaft. Obskure NGOs, die oft genug von entsprechend reichen Philanthropen finanziert werden. Ein großes Problem, das sich insbesondere auch in der Zukunftskonferenz zur Zukunft Europas oder auch in Debatten um die Wahlrechtsreform niederschlugen. Und Herr Kleinwächter hat das Wort. Bitte sehr. Aus meiner Sicht lösen Sie ein bisschen das falsche Problem. Sie konstatieren, dass zu wenige Beschlüsse gefasst werden würden, weshalb die Europäische Union effektiver werden müsste im Rahmen einer Erweiterung, und schlagen dann vor, letztendlich die Souveränitätsrechte der Nationen völlig auszuschalten, auf einem doppelten Wege. Erstens über die qualifizierte Mehrheitsentscheidung, darüber haben Sie ja gerade gesprochen, andererseits über den Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, wo dann entsprechend über Menschenwürde und Menschenrechtsdefinitionen Einschränkungen der nationalen Souveränität vorgenommen werden können, die dann auch zu finanziellen Verlusten der Nationen führen. Wenn der Wähler nicht links genug wählt, dann ändert man eben das Wahlrecht, bis das Ergebnis links genug wird. Das ist die Politik der Sozialdemokraten im Bundestag. Das haben wir letzte Plenarwoche gesehen und auch im Europäischen Parlament. Das EU-Parlament tritt die Demokratie mit Füßen und Sie von der Ampel rufen mit Ihrem Antrag auch noch ganz laut Ja dazu. Es ist nämlich eigentlich richtig, dass die Mitgliedstaaten den Kommissionspräsidenten wählen, denn die Kommission soll ja nicht irgendein eigenes Interesse vertreten, sondern die Interessen der demokratisch legitimierten Mitgliedstaaten. Deswegen heißt sie ja auch nicht EU-Regierung, sondern sie heißt Kommission. Von lateinisch committere, zusammenbringen, anvertrauen und spätlateinisch commissio, Frau Fons, Ausführung einer unrechten, schuldhaften Tat. In der Tat, im Ausführen von unrechten, schuldhaften Taten ist die Kommission sehr, sehr gut, denn sie führt mittlerweile häufig aus, was Lobbyisten wollen und was die Bürger nicht wollen. Sie sehen es regelmäßig, Zwangsimpfung, Glühbirnenverbot, Motorverbote. Meine Damen und Herren, deswegen sollten die Leute keinen Spitzenkandidaten wählen, sondern sie sollten diese EU abwählen. Und das geht mit der AfD. Ursula von der Leyen ist eine, die auf bemerkenswerte Art und Weise genau das von Anfang an umgesetzt hat, was gegen die Interessen der Bürger ist. Als sie ihr erstes Arbeitsprogramm verkündet hat, stand da drin, wir brauchen einen European Green Deal mit Build Back Better. Das ist genau das, was Joe Biden in den USA gefordert hatte und womit er übrigens zunächst in den USA gescheitert ist. Also Politik gegen das Volk über Brüssel, über die Europäische Union. Dafür ist sie Funktionärin. Und man darf nie vergessen, von wem sie bestimmt worden ist. Ja, nicht einmal von der Gesamtheit der EU-Regierungen, sondern sie ist insbesondere ausgekungelt worden von Angela Merkel und Emmanuel Macron. Und ich muss Ihnen jetzt mal aus Sicht der Bürger sagen, die Europäische Union, deren Problem ist nicht, dass sie zu wenig entscheidet, sondern dass sie viel zu viele Dinge entscheidet, die falsch sind, die die Bürger belasten, die die Bürger gegen die Europäische Union aufbringen. Ich sage nur Gebäudeeffizienz, ich sage nur Verbrennermotorenverbot, ich sage viele andere Regulierungen, die unsere Unternehmen in der gesamten Europäischen Union erdrosseln, was wir auch an den mangelnden Wirtschaftswachstumszahlen merken. Diese Ideologien verarmen und schwächen uns. Sie kommen ganz häufig von der europäischen Ebene oder werden von ihr getragen. Aber wie bereits erwähnt, haben wir diese Maßnahmen eben auch in der nationalen Politik gesehen. In ihrem Gebäudeenergiegesetz hat die Bundesregierung faktisch den Leuten das Heizen verboten. Und zugleich wurden dieses Jahr die drei verbliebenen Atomkraftwerke, die wir überhaupt besitzen, die drei Atommeiler, die noch liefen, abgeschaltet. So wie dieser Heizung geht es bald auch ihrer. Sie wird weggesperrt, wenn es nach der Regierung der Ampel geht. Insbesondere nach Robert Habecks irrer Ideologie. Stichwort Heizhammer.
dieses Gesetz, was die Regierung unbedingt am Freitag durch den Bundestag prügeln will, will Ihnen Ihre Heizung verbieten. Wir sehen in unserer Bundesregierung lauter Tendenzen, dass Freiheit Stück für Stück immer weiter begrenzt wird und übrigens auch die finanzielle Zukunft weggenommen wird von uns allen. Ja? Während man früher relativ bedenkenlos wusste, wenn man sein Haus abbezahlt hat, dann kommen kleine Renovierungen auf einen zu und das war's dann, beschließt diese Ampelkoalition ein Gesetz, ein Gebäudeenergiegesetz, das uns faktisch zwingen soll, unsere kompletten Häuser in Styropor und Watte zu packen, unser komplettes Heizsystem zu tauschen, unsere kompletten Böden rauszureißen, Fußbodenheizungen zu installieren und für jedes Einfamilienhaus zwischen 100 und 200.000 Euro abzurufen. Damit wirklich 70% der Bevölkerung Deutschlands in den direkten Ruin zu treiben. Diese Regierung beschließt das Aus für Kernkraftwerke, beschließt das Aus für den Verbrennungsmotor, beschließt damit das Aus für tausende Arbeitsplätze in Deutschland, die natürlich wegfallen, weil die Verbrennungsmotorentechnik einer der wesentlichen wirtschaftlichen Standbeine überhaupt der Bundesrepublik Deutschland ist und die wischen das einfach mit einem Wisch weg, weil sie ein Thema vor alle anderen Themen stellen und übrigens auch insbesondere über die Freiheit stellen und über die Demokratie stellen. Und das ist dieses wilde Nachrennen nach dem CO2-Partikel. Das ist die Klimapolitik, das ist die sozial-ökologische Transformation, die übrigens nicht nur die Grünen fordern, sondern ganz prominent auch die SPD, die FDP, die CDU hat das alles im Programm, sozial-ökologische Transformation. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass sie zwangsweise mit Direktiven und Gesetzen von oben unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft zwangsweise umbauen wollen. Weil eine Greta Thunberg, eine damals 16-Jährige, in einer Mischung aus der Sixth Sense und missverstandenem Prophetismus meint, sie sieht tote CO2-Partikel. Einer Zeit, in der China 2 Kohlekraftwerke pro Woche neu genehmigt und die Europäische Union insgesamt für weniger als 10% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind, betreibt die Europäische Union ein sehr gefährliches Programm mit dem European Green Deal und der sozial-ökologischen Transformation. Denn das funktioniert ungefähr so, dass Dinge verboten werden, entsprechende Produkte verteuert werden, die Leute sich das nicht mehr leisten können und dann Mittel ausgezahlt werden sollen an gewisse Personengruppen durch Schulden, die Kinder decken sollen, die wir gar nicht mehr haben. Und das ist klar, dass dieses Konzept scheitern wird. Die Verbote etwa vom Verbrennermotor, von Heizungen, aber Sie wollen ja sogar den Landwirten erzählen, wie sie zu produzieren haben, die beeinträchtigen massiv unseren Wohlstand und die Wirtschaftskraft der Europäischen Union und zugleich zerstören sie so die wirtschaftlichen Grundlagen und der Wohlstand unseres Landes sinkt. Wir sollten es dem Markt überlassen, bessere Produkte zu entwickeln. Sie werden auch kommen, aber der Markt steht eben für Freiheit und Freiheit der Entscheidung, während Verbote verarmen. Die Europäische Union sollte den Weg der Freiheit gehen. Und darum bitte ich Sie. Sie verursachen durch Ihre Inflation und durch ihre Verbotspolitik eine massenhafte Inflation, unter der Unternehmen wie Bürger leiden. Sie verursachen durch Ihre Gender- und Abtreibungspolitik eine demografische Krise. Sie verursachen durch Ihre CO2- und Klimaideologie einen beispiellosen wirtschaftlichen Niedergang. Und dann stellen Sie sich hin. Und dann stellen Sie sich hin und sagen, alles, was die Leute tun müssen, ist sich an die Transformation anpassen, sich vielleicht umschulen. Der Kernkraftwerksingenieur soll dann zum Träger gehen, eine Schulung machen und vielleicht in der Altenpflege seinen Wohlstand der Zukunft finden. Das wird nicht funktionieren. Hier auf der schönen Ebinger Alm. Und gleich zu Beginn, also ich bin jetzt nicht so hübsch, ich würde mich einfach freuen, wenn ihr euch diese wunderschöne Landschaft da hinten anschaut. Naja, wären die Grünen noch länger an der Macht, dann gibt es da hinten kein Wald mehr, sondern lauter Windräder. Na? Die sind 10-mal so hoch wie die Kirchturmspitz. Übrigens, den Kirchturm gibt es auch nicht mehr, da gibt es dann 2 Minarette. Ja? Das schöne Haus da links mit der Holzverkleidung, das ist dann komplett mit weißem Putz zu und das Dach ist vollkommen Photovoltaik. Na? Man muss ja 100% Öko und so seinen Strom erzeugen. Die anderen Häuser haben sich leider die Wärmepumpenumstellung nicht leisten können, deswegen verfallen die zu Ruinen. Und auf eurem Teller gibt es keine Schnitzel Wiener Art, sondern es gibt gebratene Heuschrecken Wiener Art mit Kartoffelsalat.
aber auch nur, wenn das noch in eurem digitalen CO2-Budget drin ist. Und im Übrigen das Bier, das wird jetzt dann ohne Kohlensäure gebraut. Das schmeckt ein bisschen lacker, aber was tut man nicht alles fürs Klima? Ja, das... Ja. Habt ihr dann noch alle Latten am Zaun? So provokant würde kein schwedischer Diplomat je das erwähnen, aber faktisch denkt man das so, gerade im Bereich der Energiepolitik. Deutschland geht ja aus Kohle und Kernkraft gleichzeitig raus und setzt darauf, dass regenerative Energien aus anderen Ländern, insbesondere den nordischen Ländern, importiert wird. Und da gab es auf dieser Reise ein ganz klares Nein. 28.000 große Windkraftanlagen haben wir ja in Deutschland. Wir wissen gar nicht, wie viele rentabel sind. Die NZZ hat es mal untersucht und herausgefunden, dass ein Viertel der untersuchten Windräder einen Kapazitätsfaktor von weniger als 20% haben. Nur 15% der Anlagen haben eine Auslastung von mehr als 30%. Bei solchen Zahlen verwundert es absolut nicht, dass Windkraft einfach marktwirtschaftlich nicht funktioniert. Und weil es marktwirtschaftlich nicht funktioniert, wirft die Bundesregierung immer mehr Geld in die sozial-ökologische Transformation. Da werden die Bürger belastet und andere, die sich eben konform verhalten, sollen dieses Geld dann wieder vom Staat pro Kopf zurückbekommen. Das ist gemeint mit der sozialen Komponente der sozial-ökologischen Transformation. Nun hat aber das Bundesverfassungsgericht genau den Haushalt, der eben diesen Klimatransformationsfonds betrifft, für nichtig erklärt. Und die Bundesregierung weiß gar nicht, wo sie das ganze Geld zum Verschenken auftreiben soll. Letztendlich muss es ja der Bürger bezahlen. Bis jetzt haben wir noch keinen beschlossenen Haushalt fürs kommende Jahr. All das ist alles noch in der Entwurfsphase. Klar ist aber, teurer wird's für alle. Immer mehr wird belastet. Die Bauern sollen für ihren Agrardiesel mehr bezahlen. Ausgerechnet jene, die unser Essen produzieren. Und ja, natürlich, die bösen Menschen, die viel CO2 emittieren, die sollen jetzt höhere CO2-Abgaben zahlen. Auf Heizöl, auf Gas, auf Sprit, auf alles, was man eben verbrennt. Am liebsten würden die Grünen in die Steinzeit zurückgehen. Tja, und weil ihnen das Geld nicht reicht, wollen sie immer mehr, obwohl wir schon so viel zahlen. Wisst ihr was? Ihr zahlt jedes Jahr fast 2 Billionen Euro an den Staat. Ja? Es sind 356 Milliarden im Jahr an den Bund, es sind 383 an die Länder, es sind 139 an die Gemeinden, es sind 37 an die EU, macht 916 Milliarden jedes Jahr an Steuern. Und das war's ja noch nicht. Dann kommen die Sozialabgaben, die Verpflichtenden noch dazu, also Kranken, Pflege, Rente, Versicherung. 825 Milliarden kommen obendrauf, macht fette 1,741 Billionen jedes Jahr, die die Deutschen an den deutschen Staat bezahlen. Das Geld reicht der Regierung nicht, weil es der Regierung auch gar nicht reichen will. Die zentralen ideologischen Projekte, hinter der sie steht, werden ja auf gar keinen Fall gekürzt. Etwa zum Beispiel die vielen Milliarden Euro, die wir jedes Jahr auf allen Ebenen für die Migration ausgeben. Über 320.000 Asylbewerber-Erstanträge gab es mal wieder dieses Jahr. Und das sind 80.000 mehr als im Jahr 2022. Und die Regierung hat auf europäischer Ebene sogar noch durchgesetzt, dass es einen Migrationspakt gibt. Nun also dürfen Migranten eben an der Grenze nicht zurückgewiesen werden, sondern nur solche, die aus einem Land kommen mit weniger als 20% Anerkennungsquote, sollen da mal eben festgehalten und gegebenenfalls zurückgeschickt werden. Alle anderen, also alle mit 20% plus X, werden weiter gewunken in die Europäische Union. Sie müssen nur zur Grenze kommen, dann haben sie ihr Ziel bereits erreicht und werden in Massen in die Länder weiter gewunken, wo Brüssel sie zuweist. Wer nicht mitspielt, soll Bußgelder zahlen. So weit sind wir gekommen, dass nun mittlerweile ein System der Souveränität darüber, wer zu uns kommt, ersetzt wird durch ein Bußgeldsystem an Brüssel für die bösen Staaten, die keine eigenen Migranten aufnehmen. Immerhin hat mittlerweile die CDU selbst erkannt, was für Raketeningenieure sie hier nach Deutschland reingeholt hat aus den ärmsten, ideologisiertesten und radikalsten Regionen der Welt, sodass man ihnen das im Bundestag richtig vors Maul hauen konnte. Ja, werte Frau Präsidentin, ich bin entzückt. Der Union geht ein Licht auf.
Nach Jahren stellen Sie fest, dass die Millionen von Merkel reingewunkenen Migranten auch mal arbeiten sollten. Und Sie liefern die Zahlen Ihres eigenen Scheiterns sogar mit. Also von den ganzen Raketenwissenschaftlern, die in unser Land gekommen sind, sind 45% im SGB-II-System und 87% haben keinen Berufsabschluss. Macht euch nichts vor, das, was uns die anderen als Rechtsstaatlichkeit verkaufen, das war doch der Bruch des Rechts. Es gibt nichts Rechtsstaatliches an massenhafter illegaler Migration. Die kommen, sagen, nun sind wir halt da und bekommen Sozialhilfe. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir haben mittlerweile fast alles zu Fluchtgründen definiert, was gar keine Fluchtgründe sind. Wo ist denn bitte schön noch in Syrienkrieg, in einer ganz kleinen Ecke beim Kurdengebiet? Aber das betrifft den normalen Syrer nicht. Und in Afghanistan, da haben wir 20 Jahre lang Frieden und Freiheit verteidigt. So wie wir jetzt in der Ukraine den Frieden und die Freiheit verteidigen. Nur in Afghanistan herrschen wieder die Taliban. Ja, das gefällt uns nicht. Aber deswegen kann ich doch nicht jedem, der hierher kommt, Sozialsystemleistungen und einen Aufenthalt gewähren. Mir gefällt die Regierung Olaf Scholz, mir gefällt die Regierung Markus Söder auch nicht. Deswegen kann ich doch auch nicht quer durch die Welt fliehen und sagen, jetzt will ich von dir Hartz IV. Die echten Flüchtlinge kriegen keine Bezeichnung. Die illegalen Migranten heißen jetzt Geflüchtete. Naja, und diese Geflüchteten kommen meistens aus wie ein Wunder des Syrien und Afghanistan. Sie haben vor allem drei Eigenschaften gemein. Erstens ihren Kulturkreis. Zweitens, dass sie illegal eine Grenze durchbrochen haben, und zwar entweder gewaltsam die Landgrenze überwunden oder durch teures Schleppergeld sich haben übers Mittelmeer schleppen lassen. Tja, und die dritte Eigenschaft ist, dass sie meistens gar keine Flüchtlinge sind. Nur ungefähr die Hälfte bekommt hier subsidiären Schutz oder eben Asylanerkennung, und die andere Hälfte, die wird nicht abgeschoben. Der Hauptgewinn besteht darin, die Grenze überwunden zu haben. Und genau darin liegt der Fehler. Dann werden diese Menschen integriert und sie bekommen Bürgergeld. Und jeder einzelne von denen, die es geschafft haben, werden zu einem Magneten für die weiteren Geflüchteten, die eigentlich gar keine Flüchtlinge sind. Und das ist falsch. Diejenigen, die sich's leisten können, kommen nach Europa, während die echten Flüchtlinge in Camps in Libyen und Jordanien sitzen. Wir brauchen Sachleistungen statt Geldleistungen. Wir müssen es endlich strafbar machen, wenn jemand hier bei der Einreise lügt und unter Lügen Asylverfahren letztendlich anstrebt. Das brauchen wir alle. Und wir brauchen nicht den automatischen Transport ins Sozialleistungssystem. Sie haben all das eingeführt. Und wissen Sie, Sie haben nicht nur keine Ahnung von dem, was Sie da einbringen, sondern Sie opfern auch noch unser Rechtssystem und Ihrer Willkür der Rechtsetzung. Doch gegen solche Vorschläge, dass man die Migranten aus Europa raushält, arbeiten die europäischen Institutionen mit aller Macht. Großbritannien hat ja ein neues Gesetz erlassen, das eben darauf setzt, die Small Boats Migrants wieder zurückzuschicken. Doch die europäischen Richter am Europäischen Gerichtshof und am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte legen regelmäßig Prügel zwischen die Füße. Sie urteilen dann, dass das gegen zum Beispiel das Recht auf Familie der Migranten sei, das in der Europäischen Menschenrechtskonvention festgeschrieben ist. Umso wichtiger sind dann solche Aktivitäten, von denen man kaum was mitbekommt, wie etwa in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats im Rechtsausschuss, wo zum Beispiel die Wahl neuer Richter vorbereitet wird. Und wie die NGOs dort agieren, das kann man auch in den Sitzungen sehr deutlich sehen. Die illegalen Migranten brauchen gar nicht erst nach Großbritannien kommen. Das ist der Inhalt eines neuen Gesetzentwurfs, der heute hier in London vorgestellt worden ist von der konservativen Regierung hier in Großbritannien. Der Kerninhalt ist der, alle diejenigen, die in den kleinen Bötchen kommen, werden festgenommen und abgeschoben und haben keinen Anspruch auf Asyl. Ein Thema habe ich ja auch in meiner Rede im Plenum im Deutschen Bundestag letztens besprochen, nämlich die mangelnde Unabhängigkeit des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Dort sind Lobbyisten am Werke, die in mafiösen Strukturen, kann man schon fast sagen, Richter für ihre Zwecke verpflichten und sie in den Gerichtshof schicken, damit dann Gefälligkeitsurteile fallen. Das macht George Soros mit seiner Open Society Foundation ganz offen, aber auch andere wie zum Beispiel Amnesty International oder Human Rights Watch sind ganz vorne mit dabei. Über
54 Fälle, und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, hat das European Center for Law and Justice in den letzten 3 Jahren ausgegraben. In den 7 Jahren davor waren es 88 Fälle, wo tatsächlich ein Richter, der vorher für eine NGO ganz offiziell gearbeitet hatte, dann ein Urteil gesprochen hat in einem Fall, den diese NGO selbst angezettelt hat. Jetzt komme ich zu Frau Nasser, die ja verneint hat, es gibt Pull-Faktoren oder so. Das ist ja alles, die fliehen ja alle. So, dann beantworten Sie mir mal die Frage, werte Frau Kollegin. Warum kriegen wir in Deutschland rund 30.000 Migranten im Monat und Polen kriegt zum Beispiel nur 850, Dänemark kriegt 250 und Tschechien 100? Warum? Arbeitsperspektiven, hat sie ja gesagt. Nein, weil es Geld gibt, werte Frau Kollegin Klose. Es gibt Kohle. Aha. Migranten kommen also für Arbeitsperspektiven nach Europa. Wieder was gelernt von Annika Klose, SPD. Naja, die Art und Weise, wie sich die SPD mittlerweile von echter Politik völlig entfernt hat, zeigt ja auch die ganze Debatte ums Bürgergeld selbst. Mittlerweile, nach Einführung des Bürgergelds zum 1. Januar 2023, gibt es ja so viele Menschen, die einfach keine Stelle mehr annehmen, sondern im Bürgergeld harzen oder die ihre Stellen sogar kündigen für das Bürgergeld, dass Bundesarbeitsminister Hubertus Heil einen Appell an alle Harzer loslassen musste und an alle, die im Begriff sind, ihre Stelle zu kündigen. Sie sollten das nicht machen. Ja, meine Frage an die SPD ist wirklich, sag mal, was erwartet ihr eigentlich, dass eure Politik bewirkt? Bundesminister Heil hat den Leuten abgeraten, ihren Job zu kündigen, um Bürgergeld zu beziehen. Und man muss mal ehrlich die Frage stellen, wie schmalspurig denkt diese Bundesregierung eigentlich? Hat irgendjemand nach irgendeinem Tipp gefragt? Nein. Und sind wir uns zudem einig, dass wenn jemand einen Mindestlohn verdient, Vollzeit arbeitet, der landet bei 1.404 Euro netto Steuerklasse 1, dass der, gerade wenn er in einer sehr großen Wohnung wohnt, mit sehr umfangreichen Wohn- und Heizkosten plus Regelbedarf, im Endeffekt im Bürgergeldbezug fast auf das Gleiche kommt, wie wenn er entsprechend dieses Gehalt verdient. Ja, er hat den Zuverdienst. Ja, er hat den Selbstbehalt. Ja, er hat die 20-30%, je nach Stufe, in der er ist, in der er im Endeffekt noch zuverdienen kann. Aber bei den 200-300 Euro, die es rauskommt, würden Sie wirklich behaupten, dass es sich lohnt, jeden Morgen aufzustehen, 40 Stunden die Woche in die Arbeit zu gehen, eben nicht mehr die Supermarktprospekte durchgehen zu können für das günstigste Essen, sondern auswärts essen gehen müssen, ein Auto verhalten zu müssen und all das? Und würden Sie nicht auch annehmen, dass durch Abzug all dieser Opportunitätskosten faktisch für diese Menschen bei Ihrem System ein Verlust entsteht? Wenn man sich anschaut, dass wir über 5 Millionen Menschen im Bürgergeldbezug haben, dass wir 2,5 Millionen Menschen haben, die komplett erwerbslos sind, dann merken wir schon, an dieser Regierungslüge stimmt etwas nicht. Während es also Millionen Menschen in Bürgergeldbezug gibt und es immer mehr werden durch die zuziehenden Migranten, die sich in Sozialsystemen einnisten und auch viele Deutsche, die das ebenso tun, wobei mittlerweile herausgekommen ist, mehr als die Hälfte der Bürgergeldempfänger sind Ausländer, und das bedeutet, das Bürgergeld ist gar kein Bürgergeld, sondern einfach ein Nicht-Bürgergeld, spinnt die Regierung nach wie vor das Meer vom Fachkräftemangel und ließ dieses Jahr das Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschließen. Letztendlich handelt es sich dabei um unqualifizierte Leute, die nach Deutschland kommen und die natürlich Deutschland nie mehr verlassen. Zuwanderung in unser Sozialsystem, alles mit der Begründung, unsere Industrie und unsere Wirtschaft bräuchte Fachkräfte. Sehr geehrter Herr von Notz, ich könnte Ihnen nicht eindringlicher widersprechen. Deutschland ist kein Einwanderungsland, Deutschland ist ein Heimatland. Und das, was Sie unter Fachkräfteeinwanderung hier in über 100 Seiten Gesetzentwurf mal vorschlagen, könnte man eigentlich als einen Satz zusammenfassen. Jeder kommt rein, aber keiner fliegt raus. Offensichtlich sind Ihnen 305.000 ausreisepflichtige Personen noch nicht viele genug. Lassen Sie mich mal Ihre falschen Zahlen korrigieren, Frau Faeser. Ach, die ist schon gar nicht mehr da. Die kann die Wahrheit nicht verkraften. Der Bundesagentur für Arbeit sind 771.788 offene Stellen gemeldet. Nichts irgendwie von wegen 2 Millionen. 771.788. Diesen knapp 780.000 Stellen stehen 5,5 Millionen Leistungsberechtigte im Bürgergeld gegenüber, von denen 3,9 Millionen erwerbsfähig sind. 2,5 Millionen.
Millionen komplett arbeitslos. 2,5 Millionen Menschen zwischen 20 und 34 Jahren haben keinen Berufsabschluss. Viele hunderttausende Stellen entfallen in den nächsten paar Jahren. Was Sie im Innenausschuss getrieben haben, ist ein Verbrechen. Das Qualifikationsgesetz von 2020 regelte ja noch, wer eine akademische Ausbildung oder eine Berufsqualifikation hat, der kann ein Aufenthaltsrecht bekommen. Dann hat Frau Faeser vorgelegt, der soll ein Aufenthaltsrecht bekommen. Und Sie regeln mal eben, die Rechtsfolge einer akademischen Ausbildung ist ein Aufenthaltstitel in Deutschland. Sie werfen die Interessen der Bundesrepublik Deutschland völlig über Bord. Haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Tut mir leid, so eine Politik kann man doch nicht machen. Dann wissen Sie was? Für Deutsche ist Deutschland die Heimat. Sie sind hier aufgewachsen, die haben mütterliche Liebe erlebt. Die wissen, wie die Leute ticken. Das können Einwanderer nie erleben. Sie bekommen hierfür einen Vorteil. Aber ein Hochqualifizierter wird nicht kommen in ein Land, in dem die Bahn nicht pünktlich fährt, in dem die Städte verschmutzt sind, in dem die höchste Steuer- und Abgabenlast der Welt existiert, bei relativ niedrigen Gehältern. Wenn wir unsere Heimat pflegen, wenn wir um unsere Heimat sorgen, erst dann wird Deutschland auch als Heimat für die wirklich Besten der Besten attraktiv. Haben Sie herzlichen Dank. Deutschland ist unser Heimatland. Diese Heimat zu bewahren, ist unser großer Auftrag und ist auch mein politischer Auftrag, den ich persönlich sehr ernst nehme. Bewahren wir gemeinsam unser Deutschland als unser Heimatland auch im kommenden Jahr. Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich von Herzen ein erfolgreiches, gutes, gesundes, neues Jahr 2024. Halten wir zusammen für unser Deutschland und sagen wir immer konsequent Nein gegen diese falsche Politik der Bundesregierung gegen unser Land. Wir holen uns unser Land zurück. Verlassen Sie sich drauf. Und wir werden dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen, die Bildungspolitik auf die Füße stellen, sicher gehen, dass nur noch Leute in unserem Land sich befinden, die hier auch tatsächlich sein dürfen. Und auch mal ganz klar Nein sagen gegen diese Politik einer Nancy Faeser, die Gott sei Dank dann nicht Ministerpräsidentin von Hessen sein wird, leider wahrscheinlich immer noch Innenministerin der Bundesrepublik Deutschland, weil ja Olaf Scholz, dieser alte RAF-Parteisoldat, nichts Besseres zu tun hat, als solche Leute ins Kabinett zu holen. Aber wenn dann Hessen ganz laut Nein sagt und wenn dann zum Beispiel Bayern ganz laut Nein sagt und wenn in einem Jahr die ostdeutschen Wahlen gelaufen sind und Thüringen und Sachsen und Brandenburg ganz laut Nein sagen und das Wort der Freiheit in die Republik rufen, dann hat die Freiheit wieder die Chance, sich durchzusetzen. Dann werden wir uns befreien von CO2-Limits, von irgendwelchen Budgets, von Beschränkungen, von Bürokratie, von all diesem links-grünen Ideologiekram, den Sie uns auch unter Angela Merkel bereits 20 Jahre übergeholfen haben, unserer Wirtschaft Fesseln angelegt und unseren Bürgern die Freiheit genommen. Wir pusten diese verstopfte Röhre ordentlich durch und die Freiheit wird wieder siegen in Deutschland. Und genau deswegen ist diese Stimme am 8.10. für die AfD so wichtig. Die Alternative für Deutschland mit Mut zur Wahrheit, für die Freiheit. Vielen herzlichen Dank.